Ja, und da sind wir wieder bei dem kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzerchen, das umgesattelt hat und jetzt alles verkauft, was Spaß macht. Gib Sianna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen, das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Klasse, damit ihr auch schon wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Na, das wäre doch machbar. Das ist ja cool. Aber schau mal erstmal, was sie sonst... Meine neuen Kleider? Was genau hast du noch zu verkaufen? Wie ich schon sagte, Tabak, Fistech, alles Mögliche. Seht selbst. Was haben wir denn da? Wir haben hier goldener Ball. Haben wir schon einen von. Goldener Faden, Fistech, Zauberstaub, Zauberspiegelscherbe, Knochenasche. Was? Gedeck. Okay. Teures Spielzeug. Ist es wirklich teurer? Ja, das ist ganz schön teuer. Kekse, Lebkuchen, vergifteter Apfel, immer gut. Was passiert denn, wenn man den isst? Hat aber eher... Oh, tatsächlich. Er fügt tatsächlich Vergiftung hinzu. Kronkorken, falscher Zahn, immer wichtig, Korkenzieher, der Lebkuchenmann und ein bisschen Zaubernahrung. Ich weiß nicht, ist die Zaubernahrung, das würde mich jetzt vielleicht gerade mal interessieren, tatsächlich irgendwie toll? Hier ist nur Plunder. Wo war denn die Nahrung? Das können wir auch nicht essen. Da. Was kann denn zum Beispiel Erdbeere? 50, 50, 5 Sekunden. Und das hier kann 50, 50. Also das ist nichts Besonderes. Ja. Dann spielen wir doch eine Runde Karten und versuchen mal... Also gut, spielen wir. Ob wir... Wenn du verlierst, kriege ich das Band. Freu dich nicht zu früh. Beim Gwind kriegt mich keiner klein. Alter, was aus der Kleinen geworden ist, ey. Das ist richtig übel. Na dann. Skoyatel spielt sie. Das ist okay. Finte. Skoyatel bringt mir Finte weniger. Ja, wobei. Ein Spion, das ist okay. Das ist leider nicht extrem stark, wenn wir ehrlich sind. Das ist besser. Das ist auch besser. Ja, ich denke, es ist okay. Damit können wir arbeiten. Zweimal. Wow. Ich glaube, das dürfte auch die einzige Spionkarte sein, die sie bzw. dieses Deck hat. Alter, what the fuck? Ah, siehste. Dieses Aas. Ja, wollen wir uns versuchen, die Runde zu holen, hm? Spion holen wir uns dann natürlich selbst wieder weg. Jowert. Ja, Jowert. Aus Teil 2. Ich hätte ja gerne, dass sie den Spion mal legt, das wäre sehr zuvorkommend. Wir fangen jetzt einfach mal an, was zu verbrennen. Wir haben ja genug zum Verbrennen. Ja, darauf habe ich gewartet. Das Spiel können wir noch ein bisschen weiterspielen. Schenkt dir noch was hier, guck. Der Drache. Sie passt. Das heißt, das sind... Ja, wenn wir die verbrennen, dann haben wir automatisch gewonnen. Ja, gut, dass ich aufgepasst habe. Egal, die Runde gehört uns. Ein Punkt noch und das Bändchen ist unser. Ah, und noch ein Spion. Oh,
Aber eher einer von den Grenzwertigen, wenn wir mal ehrlich sind. Hier, guck, ich schenk dir was. Was haben wir jetzt noch? Ach so, okay. Elfenscharmützler. Was? Nach klirrender Kälte und spült die sofort aus. Na, wenn es Spaß macht. Ich könnte den Spaß deshalb bei dir verbrennen, aber... ja, weiß nicht, ob das so... Was haben wir noch? Na, das ist schon die niedrigste, die wir im Moment haben. Auch noch. Sowas habe ich eigentlich gewartet, ehrlich gesagt. Ich kann mir auch noch ein bisschen was wiederholen. Wir haben sowohl noch Yennefer als auch die... Was ist das hier? Heilerin des grauen Feenleins. Nee, rot an rot, weiß an weiß, dann passt es. Ja. Guck, kann ich jetzt wiederholen. Ist das nicht schön? Hast nichts gekonnt. Ein bisschen selbst damit geschadet, ne? Mit ihren tollen Wettereffekten. Ach, guck mal. Den kennen wir doch. Ne? Ja, das Verbrennen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr ausspielen können. Mal schauen, was jetzt. Ich gehe mal davon aus, er wird zwei platt machen, oder? Ja, sehr schön. Des Kommandanten, aber keine Karte da liegen. Wir haben eh schon gewonnen. Keine Spaß, deshalb Yennefer noch hinlegen. Haben, glaube ich, keine Karte mehr, die wir noch holen können. Ne? Nö. Und um die Demütigung zu verstärken, machen wir noch dieses. Und weil das auch noch nicht ausreicht, spielen wir noch den Voltest aus. Ja, und gewinnen dann relativ deutlich. Der Sieg ist mein. Ein Wort ist ein Wort. Das Band gehört dir. Jetzt verzieh dich. Wieder Geld gespart. Ich finde, sie sollte diesen Schuhputzer kennenlernen. Die beiden würden sich hervorragend zusammen machen. Oh, die hat sogar ein Teddy. Was ist das gut, da? Erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. Wolpertinger. Ich würde aber gerne nochmal zurück, wenn ich mich da recht entsinne, konnte mir hier was mitnehmen. Was ist das mit einer für eine Ziege? Mit roten... Also offensichtlich irgendwie ein verwandelter Mensch oder so. Komme ich gerade nicht drauf. Also wenn ich was übersehe von den Märchen, die ihr es kennt, gerne reinschreiben. Ne? Wir hatten da auch meine Oma tatsächlich, hatte so ein Märchenbuch. Das war... Ja, das war irgendwie total... Ich weiß nicht, alt. Das hatte auch schon so einen alten Geruch, so einen komischen, gräulichen... Ja, gräulich-weiß-beigen Einband. Und ja, daher kenne ich halt sehr viele Märchen, weil sie mir vorgelesen hat oder weil ich sie dort gelesen habe. Sofern ich mich dann noch an sie erinnern kann. Ich fand die teilweise, also manche Märchen wirklich ein bisschen creepy einfach. Auch durch die Illustrationen, die es da gab. Also die waren mitunter echt ein bisschen krass. Also einfach irgendwie, ja, irgendwie merkwürdig einfach. Unheimlich. Vielleicht weil sie etwas altbacken waren.
So, ja, schön, dass wir hier waren. Und wo geht's hier hin? Ich glaube, das Land zentriert sich ja auch um diesen See hier rum. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt hier oben wieder zu dem Jungen kommen, der immer was mit Wölfen ruft. Ja. Run to the hills. Okay, dann vermute ich mal, wir haben hier so ziemlich alles gesehen im Märchenwunderland. War ja auch viel. Ja, wir haben Däumelinchen platt getreten. Ein Irrlicht. Ich glaube, es will uns was zeigen. Vorsicht, denen kann man nicht trauen. Immer hinterher. Oh. Ein Ritter? Wie seltsam. Er sieht nicht aus, als käme er aus einem Märchen. Wie kam er hierher? Früher sind Anarietta und ich öfter hier Rittern begegnet. In der echten Welt gibt's deutlich mehr fahrende Ritter als Prinzessinnen. Deshalb haben sich manche ins Spielzimmer und dann in dieses Land geschlichen und nach Märchenjungfrauen gesucht. Um dann von einem Haufen Kobolde zerfetzt zu werden. Welche Ironie. Interessant. Toussaint-Rüstung, Toussaint-Stiefel, Toussaint-Handschuh, Toussaint-Hose. Ja, jetzt ist er nackt. Was kann das Zeug? Das ist sogar gar nicht mal so uninteressant, hm? 450 Vitalität, wow. Durchbohren, Resistenz. Ja gut, das hat andere Boni, ne? Verbrennen. Blutenresistenz, Vitalität. Wow, was das an Vitalitätsbonus gibt, sag mal. Das ist echt krass. Also wir würden es einfach als spaßeshalber mal anziehen. Wir sind ja hier im Märchen. So sieht es dann aus. Und dazu passend das neue Schwert. Hier, Vitis. Was kann das? Art. Zeichenintensität, gut, das ist jetzt eigentlich weitgehend uninteressant, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich nehme es einfach mal, ob wir hier im Märchenland märchengerecht ausgerüstet sind. Ist das jetzt die Stahlwaffe? Ich glaube, das ist die Stahlwaffe, ne? Oh, guck dir das an, bedruckte Blümelein. Gut, aber eigentlich wollten wir zum Turm. Also, Irrlichter sind gut. Was war denn nochmal ein Irrlicht? Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte, weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde. Ja, das muss es sein. Gehen wir. Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Bin nicht gerade ein Kletterkünstler. Ein toter Prinz hat versucht, Rapunzel zu befreien, ist abgestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Das kann im Einzelfall schon mal vorkommen, ne? Ich hoffe, dass wir nicht klettern müssen. Ihr wisst, wie das ausgeht. Aber anscheinend hat man sich hier schon beholfen. Ich habe echt Angst, hier irgendwo runterzufallen. Also was das angeht, ist die Steuerung halt ein bisschen sehr, ja, gefährlich. Nicht hier rein? Oh, ich kann hier rein. Aber wenn ich hier rein kann, dann möchte ich erstmal speichern. Okay, hier gibt es aber sonst nichts mehr. Hier haben wir einen ganz schönen Überblick über das Märchenland da unten. Ja. Aha, aha. Da sind wir hergekommen. Hübsch. Ich will diese Schlösser da hinten, das wäre natürlich schön, wenn man da auch noch hin könnte. Aber scheint nicht möglich zu sein. Huhuhu. Ja, und da zieht er sich einfach mal hoch mit seiner Rüstung, ist klar. Und jetzt, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach, da durch die Tür wahrscheinlich. Fehlt hier ein Teil vom Turm?
ja noch. Ah. Was? Oh. Zu spät. Ja, anscheinend hat sie hier sehr lange gewartet. Alter. Sie sich in ihrem eigenen Haar erhängt. Was? Sie ist wieder full health. Oh, ein Geisteröl. Draco gelegt. Ich werde das niemals lernen. Erhängte Hybriden. Geister. Können sie nicht angreifen, sondern diese Viecher. Wow. Die heilen die. Drauf, denn sie ja da kommt. Rapunzel! Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Wie geht das? Okay. Hm. Bestie. Rapunzel. Tja, den Prinzen in schimmernder Rüstung hat mein Haar nicht hergebracht. Da muss ich es wohl anders nutzen. Rapunzels letzte Worte. Geisteröl. Jeder weiß, dass Märchen auch tragisch enden können, aber bei Prinzessinnen in Geschichten mit glücklichem Ende würde man dieses Schicksal weniger erwarten. Rapunzel hatte das Pech, zu einer solchen unerwartet tragischen Heldin zu werden. Als die Töchter des Herzogs erwachten, die Töchter des Herzogs erwachsen waren und das Land der tausend Märchen wild geworden war, litt Rapunzel, deren Prinz niemals kam, immer schlimmer unter ihrer Einsamkeit, bis sie sich eines Tages an ihrem eigenen Zopf erhängte. Nach ihrem Tod spukte sie als Geist in dem Schloss, in dem sie auf ihren Gemahl gemartet hatte. Ja, krass. Krikra, krass. Was sind wir denn da? Eine Kinderkrippe. Teures Spielzeug. Tatsächlich relativ teuer, wie wir gesehen haben. Zaubernahrung. Zu essen hatte sie anscheinend genug. Und durchdrungener Staub, Geister, irgendwas. Und die gelbe Bohne. Die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Goldener Ball. So, dann kommen wir denn hier. Ist da Wasser unten? Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne die Abkürzung nehmen. Da ist doch ein See, oder? Ja. Wow. Habt ihr gesehen, wie tief dieser See ist? Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage, alle Gecken und Stutzer. In der Tat, in der Tat. Einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es.
Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein. Am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Bettler rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm, mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Alter, es sieht aus, als hätte der eine Tischdecke an unter dieser Rüstung. Die Rüstung ist eh scheiße. Guck dir das mal an. Die lässt so viel frei vorne. Und dann diese blöde Schulter. Also, naja. Ein höherer Vampir beeindruckt dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das mutig oder idiotisch ist. Ich konnte schon immer gut mit scheinbar gefährlichen, stillen Typen. Meinst du damit etwa auch mich? Oh Mann, ich muss dich enttäuschen, Geralt, aber du bist nicht der Mittelpunkt der bekannten Welt. Obwohl du mich manchmal an Detlaff erinnerst, in der Weise, wie du deine Gefühle unterdrückst und stets auf gleichgültig machst. Weißt du, als ich Detlaff traf, da ich wusste einfach, intuitiv vielleicht, dass er mir nichts tun wollte. Dass er mir Angst einjagen wollte, weil er sich selber gefürchtet hat. Verstehst du das? Glaube schon. Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden? Ja. Es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben, oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast eine Vergangenheit mit Detlaff, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Ich find's ja eigentlich ganz hübsch, die Märchenwelt. Nur ein bisschen merkwürdig, wir dass der... Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen und uns auf den Riesen gefasst machen. Ja, den Riesen, klar, warum nicht? Ich find's... Ah, hier waren wir schon. Und ja, die Kobolde kommen nochmal. Her mit den Boden. Ich find's nur ein bisschen merkwürdig, dass, dass er da mit einem Silberleuchter kam und dass er gezwungen war, den mit einem Tuch einzuwickeln, weil eigentlich ist das höheren Vampiren herzlich egal. Nur nervig. Sie kämpft da gegen Schatten, oder was? Können wir nicht mal ein Stündchen wenigstens? Ach so, einfach kurz reingehen reicht. Okay. Weil die Zeit hier so schnell vergeht, oder wie? Sehr praktisch. Gut, und jetzt? Ach, das ist das, was wir vorhin schon gesehen hatten. Warte. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein.
Okay. Aha, sehr schnell, ja. immer geht irgendwas schief. Klasse. Die Zielgerade. Jo. Boah, ne. Niemals. Boah, du bist ja tagelang unterwegs. Unglaublich. Da fehlt irgendwie Text. Ah, er dran. Ja, klar. Gartenhakenvertreter, wa? Ein Riese ist ein Relikt. Wo haben wir denn? Bestie wird es nicht sein. Hallo. Brüllaffe. Was? Brüllaffe? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Fallteufel, Kobold, bla, Kluma. Verflucktes Wesen. Vielleicht ein Konstrukt? Ah, ein Orchide könnte auch sein, ne? Eistroll, Goliath. Ja, gehen wir mal von Orchid aus. Das heißt, wir brauchen Orchidenöl. Grünes? Gift der Henken, Hybrid, Konstrukt, Trago, Redikt. Da. Auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, klasse. Ne? Gerade hier hochgeklettert und dann sowas. Aber keine Angst. Ne? Sie hilft uns. Alter. Das ist doch scheiße, dass er das kann. Finde ich nicht gut. Ehrlich
gesagt, es wäre irgendwas von ihm, wo der sich umteilt oder sowas. Ich sag's mal so, die Hexe war nerviger. Wir fechten das jetzt auch aus. Ah, er ist eh schon tot. Psst. Die Hacke nehme ich aber mit, ne? Monsterblut mitnehmen. Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ich hab's doch gesagt, dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Ja, für was sie uns braucht, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis hierhin, alles Gute, ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen.